Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein kurzes Video zwischendurch. Ich trage den Strohhut meiner Frau, weil mir aus verschiedensten Gründen die Haare zu Berge stehen. Ja, wir haben ja Chaos in Frankreich, speziell in Paris, in Marseille und in Bordeaux. Zumindest berichten so die Medien, aber es scheint sich tatsächlich auch so zu bestätigen. Dort geht es drunter und drüber und das schon seit ein paar Tagen. Und ich hätte ja auch schon darüber berichten können, nur ich hätte nichts anderes berichten können als alle anderen auch. Und ich warte da lieber immer ein bisschen ab und versuche mir ein Bild von der ganzen Sache zu machen, um das Ganze dann auch in einen halbwegs vernünftigen und schlüssigen Kontext zu bringen. Wir hören übrigens ja seit diesem versuchten angeblichen Putsch der Wagner-Söldner in Russland, dass Putin wackelt. Das schlachten unsere Medien mit großer Freude aus. Putin wackelt, er ist nicht mehr sicher auf seinem Stuhl und so weiter. Ich möchte in diesem Video die kurze Frage stellen, wer wackelt tatsächlich, Putin oder Macron? Ich tippe eher auf Macron. Was passiert in Frankreich nun? Da gab es diesen Zwischenfall, da hat ein französischer Polizist einen Migranten erschossen. Auf die Hintergründe dazu will ich jetzt gar nicht eingehen, da gibt es auch zu viele widersprüchliche Aussagen. Auch der Anwalt des Polizisten hat sich inzwischen dazu geäußert. Man fragt sich aber, warum wird aus diesem Vorfall ein dermaßen großes Problem mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Paris und in Banlieues um Paris rum? Was könnten die Hintergründe sein? Nun, das Ganze wurde ja von den französischen Medien auch sehr schnell aufgegriffen und wenn man da rumliest, stellt man fest, es wird nicht exakt berichtet, es werden Informationen verwischt und verwaschen. Man weiß eigentlich nicht so genau, was da läuft. Man bekommt vielmehr den Eindruck, oder ich bekomme den Eindruck, es wird ein gewisser Wert darauf gelegt, nicht sauber nachvollziehbar zu berichten. Im selben Zeitpunkt übrigens wird im Land des Leuchtfeuers der Demokratie in unserem Land, speziell von den öffentlich-rechtlichen Medien, auch von manchen Politikern, hämisch auf die Situation in Frankreich reagiert. Man tut so, als könnte es sowas bei uns nicht geben, als hätte man bei uns die Situation im Griff. Ich möchte das mal kurz in einem Satz zusammenfassen. In Frankreich versucht die Polizei noch das Recht in irgendeiner Form zu wahren und durchzusetzen und in unserem Land wurde das bereits aufgegeben. Da lässt man Syrer und Libanesen die Probleme untereinander lösen. In unserem Land zieht sich der Rechtsstaat zurück und das passt wieder zu dem, was ich schon angekündigt habe, Tribalismus. Der bedingt ja auch die Auflösung der eigenen Kultur, des eigenen Systems, des eigenen Rechtssystems, was in unserem Land vielleicht auch einfacher möglich ist, denn manche sagen ja, das sei sowieso alles nur aufgesetzt und mehr oder weniger ein Pseudosystem. Vielleicht fällt es hier besonders leicht. Nun aber, was tut sich in Frankreich? Warum passiert das, was passiert genau jetzt? Nun, vor wenigen Tagen erst haben die Republikaner verschiedene Vorschläge gemacht hinsichtlich der Migrationsprobleme. Dazu wurde eine Umfrage veröffentlicht im Le Figaro und daraus wiederum ergibt sich, vielleicht kannst du mal kurz auf den Bildschirm gehen, vielleicht kann man es sehen, ich habe da einen Teil der Umfrage gerade geöffnet, dass 79% der Franzosen sich wünschen, dass die Asylanträge entweder an den Grenzen zu Frankreich oder noch in den Botschaften in den jeweiligen Ländern im Ausland bearbeitet werden und erst dann die Einreise erfolgen darf. 74% sind der Meinung, dass bereits zu viele Ausländer, wobei es schwierig ist, in Frankreich genau zu definieren, im Land sich befinden. Das heißt, es beginnt hier eine Stimmung, die extrem dem widerspricht, was EU-konform ist, was in der EU gewünscht wird. Schauen wir einfach auf diese woken, linksliberalen, grünen Systeme, die in der EU sich immer mehr etablieren, vor allen Dingen auch in unserem Land und dann sehen wir ja, wo es hingeht. Also es darf nichts passieren, was das unterbricht
was seit mehreren Jahrzehnten, aber ganz massiv seit 2015 hier läuft. Und es besteht die Gefahr, da Macron nicht mehr alleine regieren kann, dass hier die Stimmung kippt und damit auch die politischen Handlungen kippen. Ich denke, dass alles das, was passiert, gesteuert ist. Natürlich ist nicht jeder einzelne Randalierer gesteuert, es gibt natürlich viele, die einfach aufspringen. Aber ich denke, dass das, was dort passiert, gesteuert ist, dass es absichtlich provoziert wird und dass man versucht, eine andere Regierungskoalition, Konstellation nach Macrons Sturz zu etablieren. Da werden ganz sicher Grüne eine große Rolle spielen sollen. Ob Macron tatsächlich fällt, hängt nun ganz stark von ihm ab. Es hängt sehr davon ab, wie die Sicherheitskräfte und auch das Militär hinter ihm steht und ob er stark genug ist, das alles abzuwenden. Also, kürzes Resümee, es geht darum, in Frankreich eine Regierung neu zu implementieren, die mehr die Interessen verfolgt, die wir in unserem Land, im Land des Leuchtfeuers der Demokratie, in der BRD, beobachten können. In diese Richtung soll es laufen und da darf niemand abweichen, schon gar nicht Frankreich als entsprechend große Volkswirtschaft innerhalb der EU. Übrigens, die EU scheint pleite zu sein, aber das ist ein Thema für ein nächstes Video. Vielen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben. Bitte teilen Sie das Video, es ist wichtig. Wir müssen ein bisschen gegen diesen Algorithmus-Bann, den YouTube über uns verhängt hat, anarbeiten. Teilen Sie das Video, kommentieren Sie es und geben Sie einen Daumen hoch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.